Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fondschance. Wir blicken nun wieder einmal auf die aktuellen Trends der Fondsmärkte. Und dazu begrüße ich Michael Bloss vom Europäischen Institut für Financial Engineering und Derivateforschung. Herr Bloss, der DAX ist auch in der letzten Woche einfach nicht von der Stelle gekommen. Was meinen Sie, wie wird es in der nächsten Zeit weitergehen mit dem deutschen Leitindex? Ja, man könnte schon fast meinen, der DAX ist auch mit in Urlaub gefahren, wie es viele Händler sind, und er fällt dort immer noch etwas. Aber wir sind doch relativ sicher, dass wir wieder Volatilität aufnehmen werden, sobald jetzt diese Woche neue Zahlen rauskommen, sobald von der Makroseite ein bisschen was dazukommt. Und dann dürfen wir halt wirklich nicht vergessen, im Augenblick ist es noch so ein bisschen Sommerloch und da ist natürlich auch nicht die Bewegung drin. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das ist völlig normal. Aber wir sind uns sicher, die Spannung, die kommt auch wieder zurück. Wie schaut es auf dem ETF-Markt aus? Ist die Spannung da schon da oder ist der Index auch noch im Urlaub? Naja, auch hier ist natürlich alles ein bisschen verhaltener, denn wird nichts im DAX in den Werten gekauft, da werden natürlich auch weniger ETFs gekauft, werden weniger ETFs dementsprechend begeben. Aber man merkt schon, der ETF-Markt an sich selbst ist ein relativ stabiler Markt. Die Investoren fragen diese transparenten Produkte sehr stark nach und das lässt dementsprechend auch ableiten, dass er in der Zukunft dementsprechend so weiterlaufen wird. Wer zählt denn zu den Umsatzspitzenreitern bei den Fonds und ETFs in der vergangenen Woche? Also nach wie vor kaufen die Investoren gerne Indizepapiere auf den DAX, allerdings auch auf dem S&P 500. Und es wird wieder Gold gekauft. Die dementsprechenden ETCs ziehen an. Der Goldpreis ist im Prinzip wieder im Aufwärtstrend und es wird wieder sehr, sehr stark nachgefragt. Ja, Sie sprechen es gerade schon an. Der Goldpreis ist jüngst wieder über die Marke von 1.400 Dollar geklettert. Ist das jetzt nur ein kurzer Ausbruch nach oben oder vielleicht der Beginn eines neuen Aufwärtstrends? Charttechnisch ist da deutlich mehr drin. Wir sind im Augenblick zwar etwas überkauft, das heißt, es kann hier leichte Korrekturen nochmal nach unten geben, aber der Aufwärtstrend ist intakt. Der Goldpreis steigt dementsprechend im Aufwärtstrend an und wir gehen davon aus, dass er auch weiter laufen wird, zumindest bis an seine 200-Tage-Linie bei ca. 1500 US-Dollar ran, eher sogar noch einen Ticken drüber, denn wir sehen dieses Jahr noch viele Makrodaten. Wir haben ja noch die Wahl in Deutschland, danach werden die Nachrichten wieder andere werden, die wir aktuell sehen. Also ich bin hier ganz guter Dinge, dass der Goldpreis steigen wird. Dann sprechen wir noch über die Neuemission. Welche neuen Produkte gibt es denn am Markt? Da war die letzte Woche sehr, sehr verhalten. Man hat sich im Prinzip auf das besonnen, was am Markt schon da war. Das ist aber auch ganz klar, denn aufgrund der aktuellen Urlaubslage wird hier nicht groß Neues begeben. Es wird eher in das Altkonservative investiert und das ist aber auch gut so. Dann zu guter Letzt noch der Blick in den Kalender. Die Bilanzsaison, die ist ja nun zu Ende gegangen. Was steht denn jetzt noch auf der Agenda? Ja, diese Woche freuen wir uns auf jeden Fall mal noch auf die IFO-Zahlen. Die werden dementsprechend für Deutschland Impulse geben können. Und wir haben in den USA noch Zahlen, unter anderem das Redbook. Hier werden wir dann auch sehen, wie wird sich die Federal Reserve für die nächsten Monate aufstellen? Wie wird Ben Bernanke den Weg weitergehen? Und welche Impulse kommen von da? Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Michael Bloss, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Soweit die heutige Fondschance, liebe Zuschauer. In 7 Tagen sehen Sie an dieser Stelle dann eine neue Sendung. Und bis dahin können Sie natürlich alle bisherigen Sendungen nochmals online abrufen unter drf.fm. Ansonsten bis zum nächsten Mal dann, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.